Ja, hi Rico. Jetzt lernen wir uns mal quasi semi-persönlich kennen. Vorher hatten wir nur über Insta Kontakt. Schön, dich mal kennenzulernen. Ja, du hast für uns mal, ich glaube, wie ist es zustande gekommen? Du hast mal so ein Video von uns analysiert bei dem Freundschaftsspiel gegen Lok Potsdam, glaube ich. Wie bist du drauf gekommen, das zu machen? Gute Frage. Ich analysiere grundsätzlich sehr, sehr gerne Spiele. Ja. Früher mal eher so in der E-Sports-Szene unterwegs gewesen. Das Okay. immer so ein bisschen auf die Seite geschoben. Hab das immer hobbymäßig schon bei meinem Verein gemacht gehabt. Und ja, fand euer Projekt grundsätzlich sowieso immer sehr interessant. Und drum dachte ich, komm, knall mal was raus. Vielleicht sieht das ja noch jemand und findet das auch ganz interessant. Ja, hat dann relativ schnell Anklang gefunden. Und dann sitzen wir auch schon hier. Ja, also ich hatte mir das angeschaut, war jetzt vielleicht mit dem ersten, mit der ersten Szene. Hast du ja selber gesagt, kann man immer ein bisschen verschiedener Meinung sein, war ich vielleicht nicht ganz so, aber die zweite, wo wir Bilal drauf hatten, perfekt analysiert, so ist auch seine Spielweise, ne? So kenne ich das. Hat mir auf jeden Fall mega gut gefallen, sodass ich mir gedacht habe, wenn du da Kapazitäten hast und gelegentlich mal eine Videoanalyse machen würdest, ja, super. Also da, das hilft mir natürlich, wenn ich den Spielern auch zeigen kann, das machen sie hier und da falsch. Das ist immer so, wenn du weißt, du stehst als Trainer auf dem Platz und erklärst dann was und dann gucken dich 20 Leute an und 14 denken sich so, genau, lass den mal erzählen. Da hilft es so immer ganz gut, wenn die so kleine Videosequenzen haben, dann sehen die das alle und kann man sich mega cool verbessern. Also ja, wir hatten ja dann auch gesagt, dass ich dir mal so ein Spiel schicken soll. Ich glaube, es war relativ vom Anfang der Saison. Da war jetzt die Qualität vielleicht auch noch nicht ganz so gut. Ich würde sagen, die letzten Spiele waren besser. Die Kamera steht höher, sodass das Spielfeld besser drauf ist. Da sollte es dann vielleicht ein bisschen leichter für dich sein, das ein bisschen zu analysieren, würde ich sagen. War auf jeden Fall cool, dass du das gemacht hast. Also, ich war gleich hellweg begeistert. Habe ich das erste Mal so gehabt als Trainer und deswegen habe ich dich gleich gefragt, ob du Bock drauf hast. So wie scheint, hast du ja Lust drauf. Das zu Absolut, machen. ja. Ich habe das ja nur mal so ein bisschen aus der Ferne mitbekommen, halt durch die Socials und so weiter. Ja, und habe eigentlich alle Protagonisten immer sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, interessant gefunden. Klar, es ist eine, aber auch sympathisch vor allem, oder? Also, Ja. wenn ich jetzt euch als Personen oder als Typen nicht so cool finden würde, dann hätte ich da auch nicht so viel Bock drauf, muss ich sagen. Aber Ja. ja, und ich dachte, komm, machen wir das mal. Und hat ja dann dementsprechend sehr gut Anklang gefunden. Absolut, ja. Da habe ich absolut Bock drauf. Klar, das erste Video war rein qualitativ noch nicht ganz so rosig, aber hast ja gesehen, dass mit dem kann man trotzdem arbeiten. Absolut, ja. Und genau, und die letzten Videos, die ich ja dann gesehen habe in den Highlights jetzt auf YouTube und Co., ja, da ist es natürlich eine Verbesserung um Meilen. Ne? Das ist Ja. rein von der Positionierung der Kamera und auch Kameraführung. Ich glaube, ich weiß nicht, was für ein Tool ihr da habt. Ist jetzt wahrscheinlich ein automatisiertes Tool. Manuell. Immer noch manuell, okay. Immer noch manuell. Ich arbeite da mit vielen Vereinen zusammen, die da mit Veo arbeiten. Das ist ja, da wird die Kamera praktisch aufgestellt. Du Ja. kannst sagen, er soll sich jetzt nur auf den Ball fokussieren und dann schwenkt die Kamera eigentlich immer schön Ja. mit dem Ball zentral mit. Und dann ist das auch ganz cool. Aber Okay. wenn es so funktioniert, ist ja auch top. Bisher funktioniert so. Letztens habe ich gerade mal mit Nick, der das bei uns macht, darüber gesprochen, ob das nicht auch eine Alternative ist. Kann ich mir vorstellen, dass sowas vielleicht auch mal kommt, dass wir das einfach dann so ein bisschen automatisieren. Und Ja. hast du bisher gute Erfahrungen damit, mit diesen ganzen? Also es gibt ja verschiedene Anbieter, glaube Gibt ich. wirklich viele Tools, So. das stimmt. Ich habe jetzt zwei, drei Vereine, die wirklich mit Veo arbeiten. Da Ja. hast du direkt online hast du gewisse Tools, wo du schon selber was einzeichnen kannst. Kannst Ja. direkt mal Highlights rausschneiden. Dann musst du nicht das ganze Spiel im Prinzip angucken, Ja. sondern hast du das eigentlich schon vorgefiltert. Okay. Kannst das ganze Spiel runterladen, kannst Highlights runterladen und dann kann ich sie mit meinem Analyse-Tool gut bearbeiten. Du kannst die Links teilen. Also es ist grundsätzlich eine sehr, sehr gute Sache, muss man sagen. Okay. Also ich fand das auch wenn jetzt Kreisliga vielleicht eigentlich zu früh für sowas ist, ja, gerade so, also Analyse von Gegnern, das kannst du ja gar nicht machen. Also das Ja, ist so, klar.
Du weißt ja nicht, wer spielt am Wochenende, wer hat vielleicht die Nacht durchgefeiert und ist gar nicht in der Lage oder so. Also das ist halt in der Kreisliga, Bezirksliga, das ist halt überall noch, das ist nicht möglich. Aber ich finde halt, ich finde es, also mir hat es echt mega gefallen, wie das so die eigenen Fehler aufgedeckt werden, wie die Jungs sich da verbessern können. Und ich finde, dass sowas könnte, es kostet heutzutage ja auch nicht mehr viel Geld. Und ich finde, sowas können eigentlich mehr Vereine nutzen, um die Mannschaft einfach, um die Spieler besser zu machen. Also das ist heutzutage, Technik ist echt cool. Und machst du das hauptberuflich oder machst du das so nebenbei Nee, oder? das mache ich nebenbei. Bin ja schon seit eh und je im Fußballbusiness unterwegs. Früher war noch sehr aktiv selber gespielt, bis zu U17 bei Energie Cottbus, dann in die Schweiz ausgewandert, und da nur noch im Amateurbereich. Und ja, dann irgendwann, als es dann körperlich nicht mehr ging mit dem eigenen Kicken, dann auf die Trainerbank gewechselt. Und ich fand das schon immer geil mit so Analysen und alles auseinandernehmen und wie auch immer. Und das ist, was ich halt festgestellt habe bei den Spielern, man setzt zusätzlich noch Anreize, weil jeder Spieler ist halt eigentlich noch, ich sage es jetzt mal, so platt geil drauf, zu gucken, okay, wie habe ich das gelöst oder war jetzt eine geile Aktion oder irgendwie sowas. Und im Umkehrschluss kann es der Trainer natürlich auch sehr gut nutzen, um halt auf gewisse Dinge aufzuzeigen oder vorzubereiten. Wenn es jetzt mal ein Fehler ist, dann ist es nicht so schlimm, aber wenn es jetzt was Wiederkehrendes ist, dann kann man da natürlich dran arbeiten. Oder wenn man dann weiß, okay, wir haben jetzt Probleme im Umschaltspiel offensiv, da machen wir immer die falschen Läufe oder entscheiden uns falsch, dann kann man das da sauber aufzeigen, kann man eventuell dann im Training dann genauso simulieren mit Offensivaktionen, mit Abschlussübungen und so weiter. Und dann greift das irgendwann automatisch. Also, mich hast du als Fan gewonnen. Muss ehrlich sagen, selten hat mich in letzter Zeit irgendwie eine Unterstützung beim Training und so sehr geflasht wie so eine Analyse. Und wir sind ja erst am Anfang, also wir haben ja noch nicht Ja. wirklich viel gemacht, muss man ja sagen. Wir können ja mal probieren. Ich weiß nicht, hast du deine die die ersten hast du die Videoclips der ersten zufällig da? Habe ich bereit, ja. Muss zugeben, die ersten Clips waren sogar noch vor dem Update von meinem Analyse-Tool. Darum sieht das noch ein bisschen anders aus, wie die letzten Clips, die ich dir geschickt habe. Aber schlussendlich zeigt das immer noch alles auf, was es aufzeigen soll. Ja, genau. Von dem her, Einfach ja. für den Anfang mal, dass man mal zeigt, was du so machst und mal gucken, was so die Leute sagen. Vielleicht finden sie es interessant und ich habe mir da vorgestellt, dass man vielleicht, jetzt ist dann natürlich abhängig, wie du auch immer Zeit hast und Bock hast und so, aber dass man ein, zwei Mal im Monat vielleicht mal so ein Video macht, wo wir einfach mal ein paar Spielszenen jetzt von uns nehmen. Wenn die Nachfrage da ist, können wir auch gerne mal gemeinsam über eine andere Mannschaft reden oder so. Ich weiß ja nicht, wen du da so hast oder so. Oder Ja. man kann auch sich mal in die Bundesliga angucken. Also ich bin da für alle Schandtaten offen. Müssen wir mal gucken, was so die Leute sagen, wie die es finden, wenn wir da mal sowas machen. Aber ich würde erstmal sagen, gucken wir uns erstmal unsere Videos an. Kannst du mal Definitiv, schauen, ja. ob das funktioniert? Okay, dann probiere ich mal. Warte mal. Können wir einfach mal gucken, was hier kommt. Ich glaube, das ist das Gegentor. Ja. Genau. Und da ist der, das finde ich halt, na, ne, hier, dass du aufzeigst, wo können die Jungs irgendwie was irgendwo wiedergeben, also oder wie können sie sich anders positionieren. Und hier hat es der, ne, die Kette wurde halt aufgelöst. Dadurch haben wir halt hinten hier in der Form halt, stehen wir halt zu weit weg. Ja, und gleich wird der Siemer, das ist ja den ihr bester Stürmer, der Ja. Siemer wird halt gleich vorrennen und kriegt dann den Ball halt in die Tiefe gespielt. Ne? Hier zwischen den Innenverteidiger und den Außenverteidiger, glaube ich, wird der Ball gleich entsprechend Genau, durchgespielt. ja. Das ist ja zufällig. Also ja, für alle, die hier sagen, wir haben uns auf Grunewald vorbereitet, ist ja zufällig das Spiel von Grunewald. Also, weil ich das genommen habe, weil die halt am meisten, also da muss man sagen, die haben natürlich am meisten uns gefordert, wo halt am meisten Fehler oder so bei den Jungs zu sehen waren. Und ich glaube, so kommt das. Zack, kommt der Ball Ja. in die Tiefe. Genau, der Ball ist praktisch nur möglich, weil halt der Innenverteidiger die Position verlassen hat, was er zwangsläufig irgendwo machen musste, weil die Sechser
nicht mehr eingreifen konnten, sonst wäre blank auf die Kette gelaufen, muss man natürlich irgendwann ein bisschen Druck aufsetzen. Man könnte zwar sagen, okay, ich versuche ein bisschen Zeit und Raum zu gewinnen und staffel nach hinten weg, aber irgendwann wird es dann halt zu eng und dann muss man dann halt drauf, ne? Ja. Fing halt hier schon an, ne? Schon dezent Genau. verteidigt, nur Sydney Genau. Skrejci ins Leere. Sydney versucht noch das taktische Foul zu ziehen, was grundsätzlich sehr, sehr clever gewesen wäre. Genau, und es war halt auch kein Sechser da, ne? Wenn ich da sehe, unsere Genau. Sechser sind halt erst hinterhergetrabt und hat er dann halt auch gut versenkt, hat er sicher Ja. gemacht, ist ja ein guter Stürmer, den die da haben. Ja, genau. Und dann hat man hier noch eine Szene. Genau, Balleroberung. Und grundsätzlich sieht man mal, dass die Abstände eigentlich nicht ganz so optimal sind für eine Umschaltsituation. Wird dann aber trotzdem gut gelöst. Und dann gibt es natürlich eine Devise und die heißt Abfahrt nach vorne. Das ist sehr, sehr gut. Sehr viel Tempo drin. Man sieht ja auch Sid, wie er direkt durchzieht, was auch wichtig ist, um dann in diesen Raum reinzukommen. Dann erstmal gut verzögert. Der Pass war nicht möglich in dem Moment. Nochmal nach hinten aufgemacht. Dann hier noch den Freistoß rausgezogen. Schlussendlich kann man sagen, vielleicht ein bisschen wenig, aber was im Endeffekt der Gegner dann hergegeben hat, war es dann eigentlich noch clever rausgeholt. Ja Also von gut, dem her. Gegner hat dann ja auch gut gestanden und man muss halt sagen, Genau. auf der rechten Seite eben hier hat man ja dann gesehen, da war dann auch zu wenig. Sid läuft mit und Ja. hier läuft zwar auch, ich glaube, Jonas ist mit, aber ich weiß nicht, wie gedeckt der war. Der hätte natürlich hier so in diesem freien Raum eigentlich so als Anspielstation, dann hätte man noch Genau. rüberspielen können. Da sind wir wieder zu sehr, was ja viele Mannschaften machen, zu sehr auf eine Linie nach vorne gegangen, ne? Weil hier standen wir dann wahrscheinlich, man sieht es nicht genau, aber hier hast du ein, zwei, drei, vier Leute, die vorne Genau. auf einer Linie stehen, ohne irgendwie im Rückraum zu gehen, sich Das anzubieten. macht es dann für die Viererkette natürlich ein bisschen einfacher. Und was halt, was man natürlich auch anmerken muss, dass Grunewald in dem Fall sehr, sehr stark eine Rückwärtsbewegung gearbeitet hat. Also die waren da wirklich, ich meine, ihr Ja. wart ja mit Tempo unterwegs. Ja. Die haben da alle sofort umgeschaltet. Das ist dann schon in der Rückwärtsbewegung sehr, sehr Ja. stark, muss man sagen. Ja. Das war jetzt für mich auch nur mal so, um zu zeigen, was du machst. Ja, für den ersten Eindruck, fürs erste Kennenlernen. Genau, also ich muss sagen, ich fand's, also mich, ich finde diese Sachen echt mega. Also mir hat's sehr viel Spaß gemacht, mir das anzuschauen. Da kann ich nur sagen, ich hoffe, dass da wirklich die Zusammenarbeit irgendwie dann klappt und du Bock hast, da mit uns hier die eine oder andere Videoanalyse zu machen. Wir wollen da deine Zeit natürlich auch nicht überbeanspruchen. Ja, man kann bestimmt auch alles tot analysieren, das kann man bestimmt auch machen. Manche Das geht Sachen sind, immer. ja, manche Sachen gehen, passieren halt im Fußball so, aber ich finde es gerade halt, die eigenen Jungs zu verbessern, um denen zu zeigen, wo kannst du was besser machen und so, fand ich das echt mega. Also. Genau. Es geht ja schlussendlich nicht drum oder hauptsächlich nicht drum zu sagen, okay, das und das machst du falsch, sondern wie helfe ich meinem Spieler am besten, dass er halt die richtigen Entscheidungen Genau. trifft. Ja. Sie müssen in so kurzer Zeit müssen sie so viele Entscheidungen treffen Ja. und wenn dann irgendwann Automatismen einfließen, weil sie das halt eingepflegt bekommen haben, hilft das ihnen, es hilft dem eigenen Spiel, man wird Ja. umso erfolgreicher Wobei ich bei dementsprechend. manchen Jungs, glaube ich, schon auf Automatismen seit sehr langer Zeit warte. Einige kenne ich ja schon. Einige hatte ich ja schon vor Delay gehabt bei Schöneberg und ich sage teilweise immer noch manchmal Sachen, die ich schon vor 5 Jahren zu den Jungs gesagt habe und das wird nicht gemacht. Also vielleicht helfen die Videos dabei. Vielleicht, wenn Vielleicht, man das ja. wirklich dann selber sieht, ist ja auch so, ne, die Jungs gucken sich auch ihre Spiele an und dann sehen die ja auch schon so, oh, da hättest du vielleicht hier oder so. Und so eine Videoanalyse ist natürlich mega. Also Rico, dafür schon mal vielen Dank, dass du dich da bereit Sehr gern. erklärst und ich bin gespannt, mal gucken, was wir da für ein Format draus machen. Wie viel Zeit du da Lust hast zu investieren und ich bin da echt gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Wir werden da schon was Cooles kreieren. Ja, sehr geil. Ich freue mich. Also Also, ich vielen freue mich Dank auch. heute schon mal für das erste Gespräch. Ja, einfach mal ein bisschen kennenlernen, gucken, mal zeigen, was du so machst und ja, dann schauen wir mal einfach, wie es weitergeht. Super, machen wir so. Alles Andi, klar. ich Vielen danke dir. Danke. Danke, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.